Leute, YouTube, diesmal geht es um Zeit. Was Zeit eigentlich ist. Ist Zeit nun eine von Menschen erdachte Größe, die benutzt wird, um Dinge zu bestimmen? Oder ist die Zeit tatsächlich eine physikalische Größe? Also die Frage ist, ist Zeit nun ein Konstrukt oder eine physikalische Größe? So, wenn wir jetzt davon reden, dass jemand sagt, der Flieger geht um 15 Uhr und die Flugzeit dauert 2 Stunden, ja, dann benutzen wir Zeit als Konstrukt, ja, um sich in der Welt zurechtzufinden. Oder wenn wir einen Termin vereinbaren. Wir treffen uns morgen um 15 Uhr. Auch wieder Konstrukt. Ja? Aber, wann ist denn Zeit physikalisch? Nun, Zeit ist dann physikalisch, wenn die Wissenschaftler den Unterschied zwischen Ursache und Wirkung feststellen wollen. Denn erst die Ursache, dann die Wirkung. Ursache, dann verläuft eine gewisse Zeit, dann kommt die Wirkung. Also Zeit trennt Ursache von Wirkung. Deswegen gibt es in der Quantenwelt auch keine Zeit. Die Zeit ist ja vollkommen bedeutungslos, weil man da nicht zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden kann. Und dann hat noch Zeit einen ganz wichtigen Aspekt, und zwar die Sache mit der Entropie. Die Entropie steigt an von alleine. Ne? Stichwort zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Die Entropie steigt von alleine an. Man muss Energie in einem System zufügen, um die Entropie zu senken. Deswegen läuft die Zeit auch immer vorwärts und nicht rückwärts. Weil die Entropie nimmt von alleine zu. Also Zeit hat zwei Größen. Einmal trennt Zeit Ursache von Wirkung und einmal ist Zeit ein Indikator für die Entropie. So, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.